Im Laufe ihrer fast 800-jährigen Geschichte ist die Stadt Dessau mehrfach von Bränden, Überschwemmungen und Brandschatzungen heimgesucht worden. Nach jeder Niederlage hat sie zu einer neuen Identität gefunden. Vom Fürstensitz zum Handelsplatz, zur Ackerbauern- und Bürgerstadt, schließlich zu einer bedeutenden Industriemetropole. Die Zerstörung des Zweiten Weltkrieges und die politisch gewollte Niederlegung fast aller historischen Reste in den Jahren danach haben das Stadtbild und damit das historische Selbstverständnis der Bürger radikal verändert. Aus der von Bauten der Renaissance und des Klassizismus geprägten Hauptstadt des kleinen Landes Anhalt war ein riesiger Trümmerhaufen geworden. Heute ist die Stadt ein ländliches Oberzentrum, eingebettet in eine üppige Auen- und Parklandschaft und durchzogen von Grünanlagen und Gärten. Anziehungskraft für das Umland besitzen das Anhaltische Theater, die Museen und die städtischen Einkaufszentren. Die Innenstadt ist in ihrer Entwicklung immer vernachlässigt worden. In falsch verstandener Anpassung an die sogenannte Moderne sind Märkte und Einkaufszentren an der Peripherie entstanden, die die Verödung der Innenstadt befördert haben. Zwei Gründe führen den Besucher gewöhnlich nach Dessau: die Architekturen des Bauhauses und die umgebenden Parkanlagen und Schlösser. Sie prägen bis heute das Bild der Region. In den vergangenen Jahren erfolgten umfangreiche Restaurierungen am Bauhaus und an den Meisterhäusern. Auch die Bauten und Gärten des Dessau-Wörlitzer Gartenreiches sind aufwendig saniert worden. Alle diese Maßnahmen werden von den Besuchern und Bewohnern der Stadt mit Freude wahrgenommen. Gut ausgebaute Radwege verbinden heute die Parkanlagen und Auen. In den Sommermonaten begegnet man immer mehr Besuchern, die mit dem Rad unterwegs sind. Bauhaus und die Schlösser und Gärten bieten ein reichhaltiges kulturelles Programm mit Führungen, Ausstellungen, künstlerischen Veranstaltungen und Tagungen. Den ersten Aufbaujahren nach dem Krieg, seinen Künstlern und seinen heute wenig beachteten Bauten mit den Resten baukünstlerischer Gestaltung dieser Zeit, ist diese Reportage gewidmet. Zeitzeugen berichten in ganz subjektiver Weise über ihre Erinnerungen. Thank you.
die ersten Eindrücke der Stadt waren natürlich gewaltig. Als ich damals aus vom Bahnhof rauskam, was erwartete mich? Ein großer Ziegelhaufen. Schüttberge, Schüttberge, Schüttberge. Also hier gab es eigentlich sehr viel zu tun. Hier gab es sehr viel Aufbauarbeit und das reizte mich eigentlich als junger Architekt. Ich wurde ja damals als Jungarchitekt hier eingestellt und dachte, hier gibt es eine Entwicklung, hier kannst du dir etwas tun, hier kannst du dich vielleicht beweisen. Dann sind wir als junge Architekten 1952 ausgebildet, in der Hochbauklasse. Ja. Und dann eben sind wir zum großen Teil nach Dessau gekommen, weil die Dessauer Hochbauprojektierung und Industriebauleute haben sich um junge Leute eben bemüht. Aber ich fand dann einen Kollegenkreis hier vor, besser als ich den in Magdeburg hatte. Es war hier die großen Architekten, Paul von Sommer, Hans Hamisch, Willi Barke, das war mein Brigadeleiter. Und wir hatten so gemeinsame so Diskussionen und da habe ich gedacht, hier kannst du was lernen, hier kann man sich wieder beruflich gut entwickeln. Junge Leute, die eben dieses kaputte Dessau wieder mit aufbauen wollten. Und die jungen Architekten, das war Adamo, Bartel, Hanschke, Gaudel, ja, Bentfeld, Ulrich. Und wir kamen dann in einen Bereich, wo eben die Mittelalterstufe, die fehlte vollkommen durch den Krieg. Und da gab es dann eben unsere älteren Kollegen, die uns eben dann aufnahmen und entführten. Und das waren dann eben Paul von Sommer, Hermann Rey und auch noch der Willi Stamm. Und es war eben so, dass wir eben eine gute Aufnahme gefunden haben. Und dann ging das los mit der Bauerei und der Projektierung. Ja, ein Objekt, an dem ich mitwirken durfte, was auch sehr interessant war, war das Hotel. Nein, das war kein Hotel, das war das Café Tirana. Das Café Tirana wurde sehr exklusiv hergerichtet für die damalige Zeit, ein Novum für Dessau. Café Tirana war ursprünglich eine Projektierung von Sommer, Helmut Hanschke und mir. Und jedenfalls mit Bar im Keller und draußen den großen Kaffeegarten mit kleiner Tanzfläche draußen, mit Unterwasser. Es gibt Lieder von Blumen, Korn und Wein. Es gibt Lieder. Und konnten auch Künstler sich darstellen, zum Beispiel unser Dessauer Künstler Karl Marx, der eine wunderschöne Säule geschaffen hat, die Mosaikverkleidung, eine Säule, die in der Mitte von dem Eingangsfoyer war. Von dort aus ging man runter zur Bar. Und nachher ist das alles verändert worden. Aber so wurde es seinerzeit gebaut und so wurde es auch von der Dessauer Bevölkerung angenommen. Der Café Tirana wurde 1960 fertiggestellt. 1970, in diesem Zeitraum, fehlte dann in Dessau ein Hotel und da wurde dann durch die Umsiedlung, die zogen dann ein anderes Gebäude hier vor VfB Zement, wurde das umgebaut zum Hotel. Die Zerblerstraße mit ihren Vorbauten, Balkonvorbauten, war eigentlich so ein Gedankengang von der Kostenfrage her, Holz zu verwenden, weil das damals verhältnismäßig greifbar war, weil das verhältnismäßig auch preiswert war. Und diese Felder sollten dann ausgemauert werden und durch Dessauer Künstler gestaltet werden.
diese Bauten an der Zerbster Straße, auch mit den Erkern, die noch so ein klein bisschen eine Architektur, nicht vom Nationalsozialismus, aber eben noch diese alte Art der Darstellung und Architektur hatte. Er sollte nun da diese mehr Ärger machen. Die ganze Reihe von der Zerbster Straße. Und das hat er also alles an seine Kollegen verteilt. Nicht, weil er sich gesagt hat, so ein Quatsch, ich soll das alles machen. Und die haben keine Arbeit. Das war der Anfang eigentlich. Nicht, dass dann jeder von den Dessauer namhaften Leuten ein oder zwei Zirkel gemacht, also Huck und Schillert und Benno und auch Schmidt-Uphoff. Mit Graffiter arbeiten, das ist eine verhältnismäßig Putztechnik, die auch verhältnismäßig preisgünstig war. So konnte man etwas schaffen und man sieht eigentlich heute nach 50, 60 Jahren immer noch, dass es ganz in Ordnung ist und dass es eigentlich noch sehr interessant wirkt, sich das anzuschauen. Und dann kam eigentlich die Diagonalstraße. Und die Diagonalstraße, die ging aus einem internen Wettbewerb hervor. Das war die erste Verbindung, die wir dann hatten eigentlich, die sogenannte Nord-Süd-Verbindung. Denn das hat ja immer dann, lief irgend so ein bisschen auf dem Marktplatz dann so zu. Also wir hatten, und da war die Möglichkeit gegeben, dann eine Nord-Süd-Verbindung zu bringen. Das war ja damals auch die Weberwiese, nicht? Das erste Hochhaus mussten sich ja alle angucken. Weberwiese war damals eigentlich das Vorzeigeobjekt für alle Bauschaffen in der DDR. Und die ersten Gedanken, die es gab in Berlin, Laubenganghäuser, es wurden ja zuerst Laubenganghäuser gebaut in Berlin, aber die Weberwiese war eben das erste Zeichen für die DDR. Mussten sich alle Bauschaffen anschauen. Das ist damals im Mauerwerk gebaut worden, auch mit Lyzen, mit allen drum und dran. Das war ungefähr das Vorzeigeobjekt. So muss die DDR mal aussehen, oder so soll es aussehen. Vorstellung hier eigentlich. Als wesentlicher Punkt in der Gestaltung der ganzen gesamten Straßenzuges gab es damals die Entwicklung in Berlin, Stalinstraße. Und das wollte natürlich auf die einzelnen Baugebiete und dadurch, dass das auch mit 80% Zerstörung wurde auch sehr viel Wert auf diesen Aufbau mitgegeben, denn die sollten da vorrangig dann mit bebaut werden. So, und damals ging es dann darum, ja, wie bauen wir weiter? Das Bauen wurde dann eigentlich festgelegt oder festgeschrieben, dass alle Entwürfe in Berlin vorgelegt werden mussten. Die wurden dann erarbeitet. Ich weiß es heute noch, dass er stammt damals schon teilweise um 4 und 5 an seinem Reißbrett saß und dann in Kohle 1 runter zeichnete und dann mit diesen Entwürfen dann um 8, 9 dann ab nach Berlin und dann irgendwie wieder kam, entweder freudestrahlend oder auch geknickt, sodass nochmal Entwürfe nochmal neu eingereicht werden mussten. Und dadurch entstand dann eigentlich diese Anbindung an diesen Klassizismus, denn wir hatten ja durch Erdmannsdorf diese Verbindung und die wurde eigentlich für das aufgenommen, sodass wir an die alte Verbindung anbinden konnten, Erdmannsdorf, Klassizismus, und haben gesagt, so, wir bauen in dieser Form.
Auch hier, das ist meine, diese Gedankengänge da unten Nordseite, das stimmt genau von den Buden. Die waren damals im Gedankengang bei Herrn Stamm schon mit drin gewesen, ja, so etwas wiederzubringen, denn das ist eine Wiederholung der Buden. Dabei war natürlich mit zu beachten, dass die anbindenden Straßen, Ferdinand von Schillstraße, die wurden dann eigentlich mit reingezogen in diesem Ort. Und das war ja eben durch diese große Zerstörung, war ja auch die Möglichkeit gegeben. Man setzte sich natürlich über Eigentum und so weiter drüber hinweg. Man wollte dem Arbeiter eben doch irgendwie eine Wohnungsart vorführen, dass er das Gefühl hatte, er ist jetzt auf einmal der wichtigste Mensch in der neuen Ordnung. Und da hat man eben versucht, Tympanon und Rückliefen und Fuhrenschnitt. Und die Eingangsbereiche wurden mit kannulierten Säulen gemacht. Es sollte eben doch irgendwie was Neues und was Gutes sein für den Arbeiter. Mit dem ersten Wohnungsbauprogramm unserer jungen Republik wurde 1951 am 6. Jahrestag der Zerstörung der Grundstein zum ersten volkseigenen Wohnblock auf dem Marktplatz gelegt. Seither wurde in unserer Stadt ununterbrochen gebaut. Ich wurde Stadtverordneter, wurde auch Vorsitzender der Kommission für Bauwesen. Und da stand eines Tages auch mal das Problem an, Schlossabriss. Ich habe dann meinen Antrag eingebracht, das Schloss nicht abzureißen, sondern zu sanieren. Weil das ein Stück der Stadt Dessau ist und auch prägt das Stadtzentrum der Stadt Dessau. Und so hatte ich den Vorschlag eingebracht. Das wurde nicht darüber abgestimmt, sondern der damalige Stadtbaudirektor Ernst, er wird eine Bürgerbefragung durchführen. Ja. Und so ist es auch geschehen. Es haben sich dann wohl über 100 Wohnungssuchende wurden eingeladen zum Ratssaal, im Rathaus, und wurden nur befragt, wie sie entscheiden würden, das Schloss wieder aufzubauen, zu sanieren, für 3 Millionen oder 4 Millionen Mark oder dafür meinetwegen 200 bis 300 Wohnungen zu bauen. Das war die erste größte Niederlage, die ich erreicht habe mit meinem Vorschlag, denn ich habe nur eine Stimme gekriegt. Die Bürger hatten entschieden, nein, und so wurde das Schloss abgerissen. Das ist das Schwierige gewesen. Wir haben Marienkirche. Wir hatten nie einen richtigen Platz. Das war ja immer dieser schöne Platz gewesen. Nicht? Denn es wurde eben die Schule erstmal dort errichtet, und damit erstmal das Karree sich schließt, damit man ähnliches wieder hat. Wo dann dieser Marktplatz durch Vorbauten und so weiter wieder geschlossen werden kann. Die Bauten eigentlich stehen lassen, ein bisschen sanieren und dort etwas vorbauen, damit wieder dieser. So eine Art wie die alten Buden, ein bisschen ein paar Kolonnaden da unten, aber in anderer Form, modern. Weil der Sozialismus ja sich frei machen wollte, gab es dann eigentlich nur einen Gedanken, die abzureißen. Nicht? Also wir wollen ja etwas Neues schaffen, was
Der Gedanke war immer etwas Besseres, Schöneres schaffen als die alten Fürsten. Das war der Gedanke und da wollte man eben radikal ab. Das war der Gedanke des Sozialismus, alles wegzureißen. So, das brauchen wir nicht mehr, wir machen das alles besser. Und damit ist dann über Nacht- und Nebelaktion sind dann diese Dinge dann abgebrochen worden, wo wir heute eben nachtrauen. Die normale Bauerei ging erstmal los mit den abgeputzten Steinen. Dann ging es nachher los, dann wurde eben doch schon angefangen, versucht mit irgendwelchen Fertigteil-, Großblockbauweisen Versuche zu machen. Und da hatte man eben in Dessau eben mit dem Bahnhofsvorplatz das angefangen. Mein Chef war der Paul von Sommer, der österreichische Architekt und so. Und das war für mich eine besondere Führung. Dann kam diese Idee mit der Großblockbauweise und da hatte der von Sommer mich verhältnismäßig mit voll eingesetzt und so. Und ich habe dann das alles umprojektiert in 0,8 MP Bauweise. Man hat eben doch städtebaulich versucht, eben das Stadtbild versucht so herzustellen, wie es eben mal war, was natürlich nicht einfach war. Unsere Projektierungsaufgaben, die basierten ja aufgrund dieser städtebaulichen Zuordnung und so. Und die Städtebauer in Dessau, das war der Herr Planert, dann war das der Dr. Paul. Der Rudowski war ein sehr guter Mitarbeiter. Wo natürlich nachher bei Großblockbauweisen und Plattenbauweisen der Kran eben eine sehr große Bestimmung hatte, ja, einmal mit der Ausladung, dann mit der Gewichtsklasse. Ja, wir hatten eben die Großblockbauweise mit der 0,8 MP Bauweise, ja, und da war eben der und der Kran für erforderlich und so. Bei der Plattenbauweise, die dann später kam, war es dann eben doch diese 2,0 MP Bauweise. Und das hat eben doch Einfluss genommen auf die städtebauliche Führung. Nachdem ich ja nun in Dessau schon einige Jahre tätig war und mich auch mit der Stadt vertraut gemacht hatte und auch mit dem Bauhaus und mit den, bin ich nicht ganz losgekommen von der Bauhaus-Ära und habe versucht, auch immer wieder Freunde zu finden, die sich dafür engagieren, dass wir doch unser modernes Bauwerk von 1926 gebaut wurde, dass wir doch das wieder restaurieren. Aber es führte damals noch keinen Weg dorthin. Ich hatte sogar eine kleine Arbeitsgruppe mal gebildet und bekam dann von der Oberbürgermeisterin, Frau Thea Hauschild, den Hinweis, ich möchte doch das ruhen lassen. Das ist nicht reif für die sozialistische Architektur. Ich kann hinzufügen, schon ich habe ein Jahr die Bauschule, Anhaltische Landesbauschule in Zerbst besucht während des Krieges. Und da wurde uns darauf hingewiesen, dass in Dessau
eine entartete Kunst entstanden ist hier, das Bauhaus Dessau. Und das ist kein Beispiel für die Architektur des Dritten Reiches hier. Aber wenn einem sowas gesagt wird, dann gerade wird man neugierig. Und ich bin von Zerbst nach Dessau gefahren, habe mir das Bauhaus dann angesehen. Von der Kunstakademie Moskau oder wie die auch hieß, wurde auf den miserablen Zustand des Bauhauses aufmerksam gemacht, dass das Bauhaus doch eigentlich eine moderne industrielle Gestaltung angestrebt hat. Jedenfalls bekam ich den Auftrag, ehrenamtlich nach Feierabend die Planung durchzuführen. Und so begann ein Jahr ganz, ganz harte Arbeit, um die Planungsunterlagen zu schaffen. Ich war verantwortlich und hatte aber nun inzwischen 20 Mitarbeiter. Und dann konnte ich auch noch alte Bauhäusler konsultieren, wie den Professor Püschel aus Weimar. Oder für Farbgestaltung, Innengestaltung und Außengestaltung, Farbe, unseren expressionistischen Maler, wenn man so bezeichnen darf, Karl Marx, der hier auch tatkräftig mitgewirkt hat. Ich hatte mit ihm ein sehr gutes Verhältnis, denn er hat hier im Bauhaus studiert und er kannte auch das Bauwerk aus seiner Studienzeit. Und wir hatten auch noch ein Stückchen Fassade auf der Rückseite des Bauhauses, die eingemauert war, ein Stückchen Vorhangfassade. Und das war ein Glücksfall, denn hier konnte ich genau die Profile abnehmen, wie die Vorhangfassade gestaltet war. Die Kunst am Bau, die eben jetzt nun auch langsam Fuß fasste, denn es war so, dass man eben jetzt nun für die Bauerei eben auch Kunstdarstellungen, Kunst am Bau brauchte. Das gehörte einfach dazu. Und da war es so, bei dem typischen Wohnungsbau, da konnte man denn für die Kunst 0,2% anrechnen. Bei der individuellen Projektierung waren das 2%. Und unsere Künstler, die brauchten eben auch sehr viel Arbeit. In den ersten Jahren war ja immer noch ziemlich eingeengt durch die ganzen Vorgaben. Die wurden dann ja mit den Jahren und mit den Jahrzehnten dann gelockert. Und da gab es dann doch andere Entwicklungen und die wurden dann auch ein bisschen genutzt und wurden dann Themen gesucht, die eigentlich dann nicht mehr so auf Sozialismus ausgerichtet waren, sondern doch mehr volksnah gingen, wo der Künstler mehr Freiheit hatte. Es galt immer was zu finden, was hier akzeptiert wurde mit gutem Willen jedenfalls. Schulrat Zimmermann. Und der hat gesagt, also Frau Hartlich, so geht das nicht. Das ist, dieses Wandbild könnte ja auch in der BRD, wie haben Sie mal gesagt? BRD. In der BRD hängen. Und das war der schlimmste Vorwurf, den einem gemacht werden konnte. Dass man da überhaupt nicht sah, dass das DDR ist. Und mir sind immer wieder Themen eingefallen. Es war ja schwierig, nicht? Man musste ja die richtigen Themen finden. Und zwar ganz raffiniert, immer was man selber machen wollte, wo man aber nicht Nein sagen konnte. Ja? Also von den, auch den Wandbildern, die Themen, das ist ja alles von mir, weil ich hatte da Spaß dran, mir was auszudenken. Und sowas, das war für meinen Mann nicht so das Richtige. Und da hat er sich dann reingefunden, aber es war nicht das, was er gerne machen wollte. Er hat ja diese wunderbaren Rundplastiken gemacht, die Ziegenreiterin.
die Kraniche vom ehemals Haushälter war, dann natürlich die beiden Gruppen vor der Scheibe Nord. Das war das, was er eben machen wollte eigentlich. Bis 90 hat er noch gearbeitet. In den 20 Jahren ist noch mal sehr viel entstanden. Die Künstler in Dessau waren in den 50er, vielleicht noch Anfang 60er Jahren wechselseitig bei sich zu Besuch, haben sich gegenseitig auch ausgetauscht in ihren Gedanken, in ihren Ideen. Wir sind dabei zurzeit mit Benno Butter und mit Schmidt-Uphoff ein Wandbild zu gestalten. Am Rand sitzt einer der Künstler, um die es hier geht, Benno Butter. Wird Benno Butter von den Werkdirektoren, Betriebsgewerkschaftsleitern, Parteisekretären einen der Aufträge erhalten? Er lebt davon. Es wurden an ihn Anforderungen gestellt, meinetwegen große politische Vorgänge darzustellen. Das hat er abgelehnt. Das hat er nicht gemacht. Und das hat man akzeptiert, weil man hat gesehen, er hat wirklich etwas bewirkt. Man hat akzeptiert, dass er keine Überhöhung der Arbeiter dargestellt hat, sondern man hat ihn wirklich dafür gelobt und war dankbar dafür, wie er es gemacht hat. Die Werkstatt war unsere Wohnung. Und diesen großen Raum, den nannten wir Atelier, hier lag also Holz und Eisen und Papier und Pressen und alles, was notwendig war, war hier drin. Als Gehilfin meines Mannes fungierte ich natürlich auch bei den Außenarbeiten. Das heißt also, ich habe das Gepäck getragen. Und in meinem Notizbuch, in meinem Tagebuch steht die Geschichte, dass ich hingefallen bin. Dass er nicht gefragt hat, hast du dir wehgetan, sondern pass auf, dass dem Apparat nichts passiert. Er war über den Abriss, über die Zerstörung, über die Gleichgültigkeit, war er verzweifelt und war unglücklich darüber. Aber er hatte keinen Einfluss, um es zu ändern. Und was mit diesen Arbeiten geschehen ist, ist im Grunde genommen ja nun auch später mit seinen Arbeiten geschehen. Alles das, was er für Innenräume gemacht hat, nicht alles, aber der größte Teil ist verschwunden, ist bei Abrissen verloren gegangen. Die Künstler hatten eine gewisse Beziehung zu dem und dem Architekten. Es war so, der Karl Marx, der nahm nicht jeden Architekten an und hat manchmal auch irgendwelche Aufgaben dann eben wieder laufen lassen. Er war eben sowieso sehr einfach in seiner Lebensunterhaltung und so. Und da machte dem das nichts aus, wenn er mal nichts umsetzen konnte. Und er suchte sich eben wirklich die Architekten aus und ich war einer von denen, der ihm sehr gefiel. Er hielt sich im Sommer zeitweilig am Tage nur an der Adria auf und sein Arbeitsrhythmus war abends. Er schrieb mir einen Brief, dass er krank geworden ist und musste operiert werden und am Blinddarm. Und er schrieb dann auch noch, dass es eben so wichtig war, dass er mit dem Arzt eine Absprache machen musste, wie groß die Narbe sein durfte. Die durfte nicht über seine Badehose kommen, weil er eben ein ganz großer Naturmensch war. Und wir hatten eben auch bei Vorstellung unserer Projekte im Rathaus ein großes Treffen immer, im Ratssaal hauptsächlich. Und da waren die Architekten, die ihre Projektierungen vorlegten, und die Künstler waren dabei. Da war das sehr interessant, wenn wir das miterlebten, ja, wenn da die Künstler kamen, Karl Marx, dann Schmidt-Uphoff, Schillat, Benno Butter, Schwertner, Huck, Martin Hadelich,
und seine Irmela. Wir fanden das immer sehr schön und hatten dadurch eben auch den Vorteil, dass wir mit den Künstlern ins Gespräch kamen. Denn alles das, was denn als Auftrag für den Künstler kam, das wurde dann eben auch umgesetzt in einer Absprache mit dem Architekten. Die heutigen Bauten, die sind ja schön, da muss man die nicht noch verschönern, nicht? Und damals war es einfach so, die waren ja so hässlich, nicht? Und so nackt und bloß, die mussten ja irgendwie verschönt werden. Man fragt sich heute, was ist übrig geblieben? Übrig geblieben sind in der Stadt aus den 50er Jahren Gemeinschaftsarbeiten oder auch eigene Arbeiten an öffentlichen Gebäuden. Die Arbeiten der Architekten und Künstler, die hier bruchstückhaft vorgestellt wurden, sind lange Jahre ignoriert oder als historistisch abgetan worden. Sie galten als stalinistisch inspiriert und wurden deshalb gern in eine Reihe mit der Berliner Stalinallee gesetzt. Wir meinen aber, dass zur Identität einer Stadt auch die Achtung und Pflege der Arbeiten aus den unterschiedlichsten baulichen Epochen gehört. Und auch das gehört zu dieser Geschichte. Noch vor dem ersten Spatenstich an der Zerbster Straße ist das im Krieg stark beschädigte Theater wieder aufgebaut und im August 1949 mit der Zauberflöte neu eröffnet worden.